Willkommen zu einem kleinen Special-Video. Ja, die Gamescom 2015 ist rum und wie angekündigt sind wir dort gewesen. Auch ein paar Berühmtheiten getroffen, wie zum Beispiel Troden, Hand of Blood und Suishomaru. Na gut, nur die drei. Aber immerhin. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben es beide nicht drauf angelegt, irgendjemandem zu begegnen. Den dreien sind wir random über den Weg gelaufen. Ja, Hand of Blood bin ich so begegnet. Troden stand halt gerade bei Hearthstone rum, als wir da waren. Klammer auf, ich habe gegen ihn gespielt und ihn 2-0 geschlagen. Und Suishomaru, für den bin ich zugegebenermaßen nochmal die komplette Treppe vom Südeingang runtergesprintet. Aber egal, war so. Egal, die Bilder klemmen wir auf jeden Fall nachher dran, weil jetzt kommen wir erstmal zu was anderem. Richtig. Ach ja, und mein Cosplay, weil das ja auch einige sehen wollten, hängen wir auch hinten dran. Jetzt aber erstmal das, worum es hier eigentlich geht, nämlich unsere Top 5 Gaming-Highlights der Gamescom. Klar, wir haben noch andere Highlights, aber darum geht es erstmal, nämlich die Games, weil das hier ist ein Let's Play-Kanal, hier geht es um Spiele und das ist ja auch in allererster Linie der Sinn der Gamescom. Natürlich nicht nur, klar, wissen wir, aber das ist so das, wo man überhaupt Highlights haben kann. Beginnen wir mit Platz 5 und da haben wir ein Spiel, das vielleicht ein paar von euch schon was sagen dürfte, nämlich Horizon Zero Dawn. Ein Spiel, das vom Stil ein bisschen an Tomb Raider erinnert, in einer dystopischen Zukunft spielt, in der die Maschinen sich zu animalischen Lebensformen entwickelt haben, die Zivilisation so an sich nicht mehr existiert, sondern die Menschheit quasi wieder in die Zeit der Höhlenmenschen zurückgegangen ist, mit etwas Cyberpunk jedoch beinhaltet. Stealth-Mission und Action, und davon nicht zu wenig, auf jeden Fall kombiniert, was ein auf jeden Fall mal Neues, weil was in der Richtung gibt es nicht, Cyberpunk-Höhlenmensch, das gibt's so noch nicht bisher. Absolut geniale Grafik und ein Spielsystem, das auch nicht schlecht aussah, da wir es aber nicht selbst spielen konnten und deswegen die Spielerfahrung auch so nicht bewerten können, leider nur Platz 5. Ja, wir haben halt gesehen, wie jemand ziemlich flüssig da einen Boss platt gemacht hat, da derjenige aber ganz offensichtlich sehr genau wusste, was er tat. Weil da waren schon ein paar Aktionen drin, wo man auch wissen muss, dass die jetzt kommen müssen. Also es war nicht als Trailer, sondern er hat es live so gespielt, also er hat es halt gespielt und dann halt auf dem Bildschirm gezeigt, wie man das beim Let's Play halt so macht. Mhm. Nur ohne Kommentar. Und ja, er wusste, was er tut, hat auch ziemlich viele verschiedene Waffen dafür benutzt. Ich weiß im Nachhinein jetzt nicht, ob das nötig war. Oder ob es einfach nur zeigen wollte. Ja, es sah auf jeden Fall verdammt gut aus, war sehr realistisch gemacht und also richtig gut. Also Klammer auf, realistisch im Rahmen des Universums, in dem es spielt. Das ist doch immer so. Das Spiel setzt sich selber Grenzen und im Rahmen derer bleibt es realistisch. Richtig. Und halt, wie gesagt, das Setting einfach nur Hammer. Ja. Okay, dann haben wir auf Platz 4 den neuen Street Fighter Teil. Street Fighter 4. 5. 5? Ah, 5. Mann. War leider nicht, das wäre sonst ein bisschen arg geil geworden, wenn auf Platz 4 der Vierer war. Nein, Street Fighter 5. Wir hatten die Chance, das Game anzutesten. Ich habe natürlich gegen Marco gnadenlos verloren, weil ich das Spiel nicht spiele. Es war aber cool. Außerdem gab es Bonuspunkte dafür, dass sie diese uralten Arcade-Controller hatten mit diesem alten Knüppel statt dem Steuerkreuz. War total cool. War zum Bock schwer zu steuern, aber war cool. Und ja, also ich meine, das war immerhin so schwer zu steuern, dass selbst Kevin dich fast nicht geschlagen hätte. Und das, und der ist 100 Mal besser als ich. Ja. In solchen Beat'em-ups. Und er konnte nicht seinen Main-Charakter. Oh gut, er konnte auch nicht seinen Main-Charakter auspacken. Ja, das war ein bisschen schade, dass bisher nur 7 Charaktere freigeschaltet. 9. Oder? Nee, waren 7. Aber warte, es ist. Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy, Bison und dieser Typ mit der wilden Frisur. Dessen Namen ich mir nicht merken konnte, weil der neu war. Okay, also halten wir fest, eine grundsolide Fortentwicklung, wo gameplay-technisch auf jeden Fall nichts falsch gemacht wurde. Ja, die Steuerungsengine wurde ein bisschen optimiert, also die Kombos laufen flüssiger ab, die Verzögerungen sind so angeglichen worden, dass sie so sind, wie sie sein sollen. Grafiken ein bisschen optimiert, weil Street Fighter 4 ist ja schon ein bisschen her. Und die Verzögerung, wenn man auf Springen drückt, die soll so. Die soll so. Fand ich nämlich ein bisschen nervig, dass ich deinen Moves kaum dodgen konnte, weil wenn die Animation von dir durchlief und ich dann noch springen gedrückt habe, war es zu spät. Ja, ist halt auch so, dass man für viele Kombos Kreisbewegungen machen muss und das nervt, wenn man nur ganz leicht nach oben geht und der dann schon springt. Okay. Deswegen wurde es nicht so, dass man Street Fighter ist halt anders als zum Beispiel das Tekken oder Mortal Kombat, wirklich Combo pur. Nur Button, also nur Schlag und Hieb geht zwar auch, aber
verglichen mit Tekken. Ich sage jetzt nicht, dass Tekken keine Kombos braucht oder sowas, aber von allen, wenn man mal Tekken, Mortal Kombat und Street Fighter, also so die Arcade-Beat'em-Ups, ist Street Fighter ganz klar das kombolastigste. Und das hat man zum neuesten Teil auch wieder richtig gemerkt, weil darauf kam es an. Und darauf wurde auch ausgelegt, dass man Kombos machen konnte. Diese Ulti von Kevin hat echt unglaublich viel Schaden gemacht. Und sie sah geil aus. Okay. Womit wir zu Platz Nummer 3 kommen, und das ist StarCraft Legacy of the Void. Eigentlich erst als Erweiterung geplant, jetzt als eigenständiges Spiel. Das heißt, ich kann es mir auch holen, obwohl ich StarCraft 2 nicht habe. Und das werde ich auch, weil ich habe den Beta-Key. Was auch der einzige Grund ist, warum das hier in diesem Ranking ist, weil Legacy of the Void wurde schon vorher geteasert, aber ich kannte das halt, kannte bis dahin ja überhaupt kein StarCraft. Und ja, mal gucken, ob ich damit jetzt einsteige, sag ich mal. Also Echtzeitstrategie, so kenne ich schon. Du musst zumindest nichts dafür zahlen. Richtig, weil haben habe ich das Spiel ja quasi. Hier steht der Code, den ich jetzt nicht zeigen werde, weil sonst klaut den einer. dann habe ich noch zwei. Okay, dann. Drei. Ich habe zwei. Du hast einen gekauft und zwei da gekriegt. Okay, ich habe mein eigener Account ist freigeschaltet und ich habe noch zwei. So, jetzt stimmt's. Und ja, auf Platz 2 haben wir das MOBA Arena of Fate. Das konnten wir antesten, haben leider dann am Abend bei der Verlosung nicht dazu gekommen, bei dem entscheidenden Spiel mitzumachen, wo man noch was hätte gewinnen können. Egal. Aber es gab ein Das Game T-Shirt. ja, das Gameplay war cool. Es war anders als LOL. Aber trotzdem mit Individualleveln, was ich sehr praktisch Ja, finde. also in sich zusammengefasst macht das alles richtig, was man bei Heroes of the Storm bemängeln könnte. Was wir bei Heroes of the Storm bemängelt haben. Okay. Weil ob es ein Bemängelungsgrund ist, es ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Es ist das allererste Spiel, das ich kenne, wo Gold die Erfahrung ist. Ja, also warum auch immer sie da Gold zur Erfahrung gemacht For haben. the Ich meine, lols. ja, für Last Hitting kriegt man Gold, aber man kann sich mit dem Gold nichts kaufen. Es ist wirklich nur Erfahrung. Skilltechnisch funktioniert es wie bei Heroes of the Storm, also sprich, man kann mit Leveln halt Fähigkeiten freischalten. Items gibt es nicht. Was anders ist als bei LOL, dass man wirklich last hitten muss, um die Erfahrung zu bekommen. Und also man kriegt Gold gleich Erfahrung, wenn man in der Nähe ist. Aber wenn man selbst oder ein Teamkollege last hittet, man muss nicht selber, dann gibt es mehr. Und zwar das Zehnfache. Hängt von Minion ab. Aber Nee, ist so. 30 für den normalen Minion und 3, wenn du nur daneben stehst. 3 bis 5. Okay. Aber es ist schon ziemlich krass. Also man muss sich wirklich aufs Last Hitten fokussieren. Und Riesen-Style-Points, die Charaktere. Also. Wer es nicht kennt, alles Mögliche aus Mythologie und Geschichte zusammengetragen. Also da gibt es zum Beispiel die russische Märchenhexe Baba Yaga. Es gibt Jesse James. Nee, Jones. Jess James. Jess James. James doch. Ja, Jesse James, aber auch Sherlock Holmes, Robin Hood und Tesla. Weil, warum Course, why nicht? not? Super. Das ist Ja, richtig cool. einfach nur geil. Ja, es gibt doch Jack the Ripper und ja, dann. Rotkäppchen. Warum auch immer Rotkäppchen Assassine mit einem 2 Meter langen Kuchenmesser ist. Irgendwie muss man das Viecher designen. Und als Tank, ganz ehrlich, kannst du dir ein zartes Mädchen als Tank vorstellen? Wenn ich mir Poppy angucke. Die ist nicht zart, die ist nur klein. Als in Yordle ist, stimmt. Okay. Okay. Aber ja, das Game, da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, weil. Wir Beta-Keys haben und das nächsten Sonntag geletztduelt wird. Genau. Und dann werden wir genau erklären, wie das ganze Game funktioniert. Style Points gibt es übrigens noch an der Stelle dafür, dass das Game, dass eine Runde maximal 20 Minuten dauert. Das ist super praktisch. Weil es halt wirklich in die Richtung, weil es halt wirklich sagt, es will kein Profisport werden wie LOL, es ist ein Casual und das Zeitlimit sorgt halt dafür, dass es das wieder wird. Du, das kann trotzdem Profisport werden. Ja, klar, das kannst du im Endeffekt immer. Aber es geht halt eher in die Casual-Variante und genau das wollte es ja auch. Ey, komm, es gibt kein Game, was sich so viel Mühe gemacht hat, kein Profisport zu werden wie Pokémon. Und die haben es trotzdem nicht geschafft. Stimmt, die haben sich aber echt Mühe gegeben. Ich habe so viele Random-Effekte eingebaut und draufgeschissen. Ja, egal, zurück zum Ranking und zwar Platz 1. Und da haben wir nochmal Blizzard und wahrscheinlich ahnen es die meisten schon. Overwatch, der Shooter der völlig anderen Art. Also nein, nicht völlig andere Art. Es gibt natürlich sowas Ähnliches. Alex meint, es wäre so ähnlich wie Team Fortress.
Ich kenne Team Fortress einigermaßen und sage, es ist ein bisschen in die Richtung, aber schon ziemlich anders. Ja, es ist einfach Aber ja, verdammt, Team Fortress ist noch am nächsten dran. es ist einfach verdammt gut gemacht und Es ist, als hätte man MOBA und Shooter gemischt. ja, kann man nicht anders sagen, Also nicht im es ist Sinne von einfach. Smite, nicht im Sinne von Smite, es ist trotzdem noch ein Ego-Shooter. Ja, leider wird es aber eine ganze Weile dauern, bis davon bei uns Gameplays kommen, weil für die Alpha kommt man nur rein, wenn man wirklich extra ausgesucht ist. Als Random kommt man erst ab Closed Beta Und rein. die kommt, wenn sie kommt, weil Blizzard. Ja, dafür haben wir uns angemeldet, aber die kommt, wenn sie kommt, wie gesagt. Aber das Game ist auf jeden Fall wunderbar. Wir haben es beide riesig gefeiert, wo wir beide keine Shooter-Fans sind. Und auch das Cyberpunk-Setting ist einfach nur genial. Ja. Weil es halt wirklich Sci nicht wirklich Sci-Fi ist, sondern halt Cyberpunk. Ich meine, guck dir mal Reaper oder Mercy an. Ja. Ja, das waren unsere Top 5. Und Wenn das. ihr noch Fragen habt bezüglich der Gamescom, also was wir da genau gemacht haben und so, dann bitte in die Kommentare. Dann klemmen wir jetzt hier hinter noch die Fotos, die wir gemacht haben mit den jeweiligen Promis. Schrägstrich die Cosplay-Fotos von mir. Oder das. Ja gut, das ist ja eins, wo beides drauf ist, ne? Ja, mit Hand auf Blatt. Jo. Und Und das sag, wäre dann. bis zum nächsten Mal. Ciao.